Die Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich zunächst boolesche Funktionen motivieren möchte. Im Zusammenhang mit boolschen Funktionen benötigt man eine spezielle Anweisung, die sogenannte boolsche Return-Anweisung. Boolsche Funktionen haben sehr viel Ähnlichkeit zu Prozeduren. Man muss sie definieren und man kann sie aufrufen. Einige Beispiele sollen den Einsatz von boolschen Funktionen verdeutlichen. Im Zusammenhang mit boolschen Funktionen wichtig ist der Begriff des sogenannten Seiteneffekts, den ich danach kurz erläutern möchte. Dann kommen wiederum einige Code-Konventionen bei der Nutzung von boolschen Funktionen und ich schließe mit einer kurzen Zusammenfassung.